Die Pfahlsuche ist beendet. Sie war echt anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Wir haben alle Ketten gelöst. Und wollen nun das legendäre Pokémon befreien. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Nein, ich habe nicht gespeichert. Moment, Moment. Alle langsam machen, bitte. Wir müssen erst speichern. Und jetzt gehen wir rein. Jetzt gehen wir rein. Wir machen den Schrein auf. Mal schauen, was hier für ein Pokémon dahinter ist. Ich bin gespannt. Wird es ein epischer Kampf? Und wie schwer lässt es sich fangen? All das und vieles mehr seht ihr jetzt. Oh, boah, was bist denn du? Ein Feuerfisch oder was? Wie heißt das Teil? Unser Dinglu ist am Start. Das legendäre Pokémon, was wir im vorherigen Part gefangen haben. Und das der Kollege drüben, Juju. Okay. Ja, wir machen Verderben. Das zieht die Hälfte. Das ist so geil wie Superzahn. Und das springt einfach mal in die Luft. Junge, was soll das? Wenn das jetzt jedes Mal in die Luft springt, dann sehe ich hier schwarz. Das dauert ja ewig lang. Ja, dann gehen wir nochmal auf Verderben. Das hat die höhere Initiative. Das ist schon mal gut. Da treffen wir jetzt wenigstens. Alter, wir sind paralysiert. Das ist nicht nett, Juju. Das ist überhaupt nicht nett. Aber wir treffen wenigstens. Wir müssten vielleicht noch einmal mit Verderben treffen oder zweimal noch. Dann ist gut. Dann ist der Lachs gelutscht. Dann haben wir es genug geschwächt. Ja, einmal machen wir noch. Dann ist es im roten Bereich. Oh, Angeberei. Jetzt sind wir auch noch verwirrt. Paralysiert und verwirrt. Dass der Angriff steigt, macht gar nichts. Denn Verderben zieht immer die Hälfte der KP ab. Halbiert die KP, die vorhanden sind. Und wir treffen. Sehr nice. Sehr nice. Wir haben Juju da, wo wir es haben wollen. Und jetzt werfen wir Hyperbälle. Und ich war einkaufen. Ne? Wir haben wieder 40 Stück am Start. Und hoffen, dass es klappt. Alter, Alter, wenn es beim ersten Mal geklappt hätte, ich wäre nicht mehr gewonnen. Ja, ja, steigere meinen Angriff ruhig. Du könntest lieber die Fangrate steigern, das wäre mir lieber. Ah, ist okay. Okay, es wird wie die anderen Kämpfe, es wird bestimmt zäh. Und was hast du jetzt gerade eingesetzt? Das sah gerade feurig aus, eine Feuerattacke. Okay, es will nicht. Aber die Bälle wackeln wenigstens. Flammensturm ist das. Das sieht auch geil aus. Du hast Dinglu schon aus dem Rennen genommen, Freundchen. Wir haben aber noch das andere Unheils-Pokémon, Zhongjian. Das kommt jetzt. Mal schauen, was du dem entgegenzusetzen hast. Ich denke wahrscheinlich viel. Denn Zhongjian ist mit Typ Pflanze und du Typ Feuer. Das wird wehtun. Da hoffe ich mal, bleibst du jetzt im Ball. Nein, überhaupt nicht. Angeberei kommt, ist okay. Da halten wir aus. Aber hoffentlich klappt das jetzt. Die Pfahlsuche war schon lang genug. Die war echt zäh. Die hat viel Zeit gekostet und Nerven. Zeit und Nerven. Yes, da ist es. Es hat geklappt. Das war ein kurzes Intermezzo hier mit Juju. Sehr geil. Bestimmt Typ Feuer. Ja, Unlichtfeuer. Unheils-Pokémon. Der Neid, der sich in Krummjuwelen sammelte, die viel Streit heraufbeschworen, hüllte sich in Feuer und wurde zu diesem Pokémon. Ah ja, genau, die Unheils-Gegenstände haben sich in Pokémon verwandelt. Wir geben ihm keinen Spitznamen, aber wir nehmen ihn ins Team auf. Da packen wir den Eisenfalter raus. Und dann schauen wir uns mal diesen Feuerfisch an. Sehr geil. Der Pokédex füllt sich immer weiter und weiter. Juju, wir packen ihn mal nach vorn. Der sollte ja eigentlich eine höhere Initiative haben. Und da haben wir ganz nebenbei bemerkt schon 3 der 4 Unheils-Pokémon am Start. So Bericht. Ja, Terra-Typ Feuer. Ah ja, guck dir das an. Eine 157er Initiative im Vergleich zu den anderen. Also Miraidon 221. Der Feuerfisch 157.
Dann die Schnecke 93 und der Elch 84. Das ist schon schneller. Und hat generell ein bisschen bessere Stats, aber wahnsinnig wenig KP. Ein sauhoher Spezialangriff, aber nur 143 KP. Das ist, na gut, ja, also da kann wahrscheinlich austeilen. Flammensturm ist auch physisch, Spezial, Verderben Spezial. Sprungfeder physisch, ja, macht nichts. Flammensturm, der wird regeln können, ne? So, dann kommen wir noch raus. Ja, der ist recht klein, im Gegensatz zu dem Elch. Aber ein netter Fisch ist es, ne? Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch die Pfahlsuche anschauen. Oder ihr klickt oben in der Ecke auf die Infokarte und seht euch ein anderes legendäres Pokémon an.